Hallo und herzlich willkommen zurück bei dem Hexer, bei dem wir überaus erschütternde Neuigkeiten erfahren haben. Hier in der Hütte, dort hat sie gelegen auf dem Bett und hatte auf ihr Schicksal gewartet. Doch Ciri war schlauer, denn das haben wir sie gelehrt. Wo die Kinder sind, wissen wir nicht. Ob die Mumen hier jetzt... Ne, da ist diese Hütte. Da ist eine Truhe, die wir wahrscheinlich noch nicht geplündert hatten. Oh. Mag schon reingucken im Inventar. Hexer. Nicht ganz die Teufel, für die man sie hält. Unter Magiern und der breiten Masse herrscht die allgemeine Überzeugung, dass Hexer kaum besser sind als Tiere, da sie deformierte und blutrünstige Mutanten sind und ihren Durst nicht nur mit den Flüssigkeiten der Monster stillen. Inzwischen haben die Nachforschung und Beobachtung von Virgil von Bardard ein völlig anderes Bild von dieser Kaste ergeben. Natürlich ist es eine umstrittene Tatsache, dass die Mutationen, die sich die Hexer unterziehen, Auswirkungen auf Temperament, Immunsystem, Stärke und Ausdauer haben. Dennoch darf man sie nicht für gedankenlose Wesen halten, die nur zum Töten geschaffen sind. Tatsächlich verfügen Hexer über einzigartige Kultur, ein einzigartiges Wissen, ein wirkungsvolles Ausbildungssystem und sogar über einen Ehrenkodex. Sie wissen unglaublich viel über die Wirkung, welche sie verschiedensten organischen und anorganischen Substanzen durch ihre Aufnahme entfalten, zur Verfügung und verfügen über ein gewisses, wenngleich auch überschaubares Grundverständnis über Magie. Damit beziehe ich mich auf die einfachen Zauber, die sie Zeichen nennen. Auf den ersten Blick scheinen Hexer eine homogene soziale Einheit zu bilden, aber in Wahrheit gibt es große Unterschiede in dem Kampfstil, ihren Übungen und der Weltsicht, je nachdem, welcher Schule sie angehören. Am besten bekannten Hexerschulen auf dem Festland sind die Wolfschule, die Bärenschule, die Greifenschule, die Wipernschule und die Katzenschule. Ja, aus der Sicht von Menschen sind die Hexer natürlich... Ihr kennt das ja alles. Ihr kennt das ja alle schon. Und mein Abend mit einem Vampir. Man wird mich zweifellos einen Lügner, Betrüger oder Irren nennen. Man wird mitleidig den Kopf schütteln und ungläubig schnauben. Doch ich verspreche, ich schwöre es bei allen Göttern. Was ich auf die folgende Seite niederschreibe, ist die Wahrheit. Die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ich traf den Vampir, von dem die Rede ist, vor Jahren in einer Herberge in Beauclair. Er stellte sich als Regis vor und behauptete, Barbier und Chirurg zu sein. Da er in jeder Hinsicht wie ein Sterblicher wirkte, hätte ich vielleicht niemals seine wahre Natur erahnt. Wäre nicht nach kurzer Zeit ein Feuer in unserer Herberge ausgebrochen. Dieser Regis, falls das überhaupt sein wirklicher Name war, blieb vor den Flammen völlig unberührt, während meine Kleidung rasch Feuer fing. Der Vampir trug mich aus der brennenden Herberge und rettete mich damit vor dem sicheren Tod. Dann versorgte er meine zahlreichen Wunden. Zunächst weigerte Regis sich, meine Fragen zu beantworten. Wie er die hochofenartigen Temperaturen in der brennenden Herberge überstanden hatte, ohne sich auch nur ein Haar zu versenken. Schließlich musste er jedoch geahnt haben, dass ich als Mann von Welt nicht leichtfertig nach dem Erscheinungsbild über andere Leute urteile. Er offenbarte mir nicht nur seine Identität, sondern auch eine Reihe von weiteren hochinteressanten Tatsachen. Regis zufolge sind nicht alle Vampire gleich. Sie stellen vielmehr eine große Familie dar. Zu dieser gehören hirnlose Katakane, Flatterer und Ekimas, welche eher zu groß geratene Fledermäusen gleichen als Menschen, und auch Alpe und Bruxae, die aussehen wie hübsche Mädchen. Außerdem gibt es noch die ungleichmächtigen, höheren Vampire, zu denen auch meine Zufallsbekanntschaft gehörte. Nicht einmal ein Hexer kann einen höheren Vampir von einem Menschen unterscheiden. Entgegen der langläufigen Meinungen ist es nicht möglich, sie zu töten, indem man ihnen Espenpflöcke durch die Brust treibt oder einen Kopf abschneidet. Auch Feuer kann ihnen nichts anhaben, wovon ich mich persönlich überzeugen konnte. Sie fürchten weder fließendes Wasser noch Knoblauch oder irgendwelche Symbole.
Man mag einen Trost in der Information finden, dass der Biss eines Vampirs Menschen nicht zu ihresgleichen werden lässt. Auch zum Überleben bedürfen sie unseres Blutes nicht. Es stellt sie vielmehr eine Delikatesse dar, die sie von Zeit zu Zeit genießen, wie wir einen guten Wein. Reges bat mich, diese Geschichte für mich zu behalten. Doch nun, auf dem Totenbett, spüre ich, dass ich mein Wissen weitergeben muss. Auch wenn das bedeutet, mein Wort zu brechen, das ich diesem höchst edlen Geschöpf gegeben habe. Sehr interessant, muss ich sagen. Sehr, sehr interessant, die Sicht der Werwölfe hier. Wir müssen mal gucken, wir haben nämlich gerade Jägerstiefel bekommen, die sind aber schlechter. Wir haben hier unsere ganzen Trophäen. Bolzen, alle aber alle schlechter. Wir haben noch unsere alte Armbrust mit, genau. Okay, nichts weiter von Bedeutung. Plus 42 Schaden und dafür nur Stufe 12. Das können wir auf jeden Fall mit uns vereinbaren, denke ich. Wir haben nicht mehr so viel Platz im Inventar, aber wir reisen ja jetzt auch zum Barone und dort werden wir dann auch eben unsere Sachen verkaufen bei einem guten alten Schmied, den wir ja noch kennen. Jetzt müssen wir nur gucken, hier gab es doch sicherlich, dort ist der Wegweiser, so nennen sich diese Schildchen immer, genau, Wegweiser zu diesem Dörfchen hier. Oh, ich will wissen, was mit den Kindern passiert ist und ich will wissen, was mit diesem Pferd passiert ist. Die schwarze Schönheit. Ob es da eine Quest für gibt? Ich würde gerne nachgucken, aber ich habe versprochen, wir gehen zum Baron und sagen ihm, was wir erlebt haben. Ob er uns das abkauft, ist was anderes. Aber gut. Hier ist Reuseninsel, dort oben. Dort ist der Baron, verbrannte Ruinen. Zum Lager können wir nicht direkt. Da, Krähenfels. Aber dass das Anna war, hätte ich nicht gedacht. Nicht. Nie. Also da habe ich echt keine Gedanken dran verschwendet, ehrlich gesagt. Im Nachhinein natürlich ein bisschen blöd, ne? Warum denkt man da so nicht dran? Aber gut. Du hast Augen wie eine Katze. Danke, ich guck gerade mal. Wir haben einen verfügbaren Punkt. Den haben wir noch gar nicht benutzt. Den haben wir an einem Schrein gefunden. Vor der Höhle, genau. Okay, wir haben hier 3 von 5, 5 von 5, 2 von 5, 1, 3, 3 von 5. Ich möchte gerne nochmal ein bisschen unsere Zeichen verstärken. Und zwar weiß ich nicht, wollen wir Irden noch verstärken? Macht aber keinen Sinn, weil wir keinen weiteren Platz haben für Irden. Was Sinn machen würde, wäre dementsprechend entweder das Igni noch mal stärker machen. Ich persönlich wäre aber für Axi oder für Quinn. Explodierender Schild. Sehr cool. Aber Axi ist ja einmal im Kampf sehr stark und auch in Dialogen sehr, sehr nützlich. Und deswegen verbessern wir das. Haben unseren Punkt benutzt. Fängst du auch Mäuse? Manchmal würde ich gerne einfach speichern, alle abschlachten und danach nochmal mit ihm sprechen. Also nochmal laden, weil, naja, ihr wisst ja Bescheid. Oder, wisst ihr was? Einfach mal so zum Spaß. Einfach mal so zum Spaß, weil es passt zwar nicht wirklich rein und es ist, na. Wenn wir die Quest mit dem Baron komplett abgeschlossen haben, wenn wir die Baron-Quest abgeschlossen haben, wenn wir hier soweit alles fertig haben, wollen wir dann einfach mal die komplette Stadt raiden und alle Männer des Barons und ihn selbst dann ihrem gerechten Schicksal hinzufügen, denn wir haben schon viele Männer des Barons getötet und das sind alles so aufmüpfige und unehrenhafte, dreckige Mistkerle, die kleine Kinder vergewaltigen, sowas alles. Sagt mal bitte, was ihr davon haltet. Ob wir diese Stadt einfach... Verdient, dass du mir am Arsch klebst. Einfach nur diese Stadt raiden. Müsst ihr mir mal... Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das so möchtet. Wenn wir das alles fertig haben und mit dem durch sind, damit meine ich auch die Gwind-Quest und alles, wenn wir damit durch sind, wollen wir dann den Baron raiden? Schreibt es in die Kommentare, ja oder nein. Ich höre da auf euch komplett. Ihr seid der Henker quasi.
Wie kann ich helfen? Du kannst uns ein wenig verkaufen. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Er hat sogar noch ein ordentliches Sümmchen Gold auf Tasche. Das kommt gut. Dieses können wir nicht, aber das möchte ich ungern verkaufen. Das möchte ich, wenn, auseinanderbauen. Das können wir verkaufen. Und die ganzen... er ist ein Rüstungsschmied, deswegen kriegen wir die Sachen hier gut verkauft und die Sachen eher weniger. Aber ist ja auch Wurst jetzt gerade. Die Sachen hier können wir größtenteils nicht verkaufen. Na gut. Danke sehr, der Herr. Oh. Ich würde mir gerne dein Angebot... Da war ich einmal zu schnell. Entschuldigt. Entschuldigung. Lebt wohl. Lebt wohl. Und nun... auf zum Barone und mit ihm sprechen. Da haben irgendein Monster... Ich versuche gerade die Geschichte von Anna zurückzuverfolgen. Das war ja, dass irgendein Monster die angegriffen haben und sie hatte ein Zeichen in der Hand und wurde entführt. Waren das diese... Waren das die Mumen oder war das Werwolf in... im Namen der Mumen quasi? Und wenn ja... Wenn ja, hat der Werwolf auch vor der Höhle aufgepasst, dass niemand den Geist befreit? Kann das sein? Hm. Ach ja. Ich meine, einige Männer von denen sind ja nicht so, aber... Hm, ja. So, dann gucken wir mal. Dort drinnen sitzt er und lässt es sich wahrscheinlich wieder gut gehen. Ich bin mal gespannt, wie er reagiert, wenn er hört, dass er... seine Frau an die Mumen verloren hat. Haben die Leute nichts gegen deine weiße Visage? Oh, es ist so eine Last mit diesen Leuten. Aber gut, wir gehen zum Baron und sprechen mit ihm. Speichern natürlich. Vielleicht haben wir eine Gesprächsoption, die wir falsch wählen. Obwohl wir bis jetzt, ich muss sagen... Ich bin relativ stolz auf uns, weil wir vielleicht auch mal schlechte Entscheidungen getroffen haben, aber wir standen immer dazu und haben immer weitergemacht. Wir haben noch nicht zurückgespult oder so. Noch nicht. Ich höre. Womit kommst du zu mir? Nein, wir wollen keinen Gewinn spielen, sondern ich weiß, wo deine Frau ist. Und genau deswegen sagen wir ihm das auch direkt. Ich habe Nachricht von deiner Frau. Potzpestilenz, warum sagst du das nicht gleich? Wo ist sie? Warum bringst du sie nicht mit? Sie ist im Buckelsumpf. Hat Essen, ein Dach überm Kopf, ist beschäftigt. Sah nicht so aus, als wollte sie von dort weggehen. Du solltest sie zurückbringen, nicht von ihren Lebensumständen berichten. Ich sollte sie finden. Und das habe ich. Mehr war nicht abgemacht. Du hältst mich noch immer für das Letzte, für einen Bastard, nicht? Für den Schuldigen an dem, was hier passiert ist. Genau das. Nun ja. Meine Meinung ist egal. Um ehrlich zu sein... Wir halten ihn ja wirklich für das Arschloch, was er ist. Seine Frau so weit schlagen, dass das Kind stirbt und Familie nur saufen und... Oh. Im Grunde, im tiefen Herzen ist er ja vielleicht ein guter Kerl gewesen, aber das ist lange, lange vor seiner neuen Stellung als Baron und nach dem ganzen Alkohol und vor allem. Damit würden wir ihn aber zustimmen. Aufbringen vielleicht. Wenn wir sagen, unsere Meinung ist egal, können wir vielleicht feige wirken, aber wir wollen ja einfach nur die Geschichte hören, was mit Ciri passiert war. Na, aber wie immer eigentlich frei brutal von der Leber weg. Ja, das denke ich tatsächlich. Ihr Hexer mögt die Welt schwarz-weiß sehen. Wir normalen Leute sehen sie in Graustufen. Wie meine Familiengeschichte. Deine Familiengeschichte schert mich nicht. Dann sag mir doch, wie es wirklich war. Um ehrlich zu sein, hilft mich das jetzt gerade wirklich nicht. Aber... schwierig, schwierig.
Wir wollen ihn ja nicht komplett verprellen, weil er uns ja noch was zu erzählen hat. Und wenn wir ihn komplett... Ja, aber eigentlich sollte er seinen Pakt halten. Dazu steht er eigentlich immer. Aber ganz ehrlich, egal was man für eine Familiengeschichte hat, das ist keine Ausrede und deswegen brauchen wir die uns auch gar nicht anhören, sondern... ich würde eigentlich das machen. Fürs LP überlege ich gerade das zu machen, weil wir einfach mehr erfahren über den Baron noch, aber um ehrlich zu sein, egal was für eine Familiengeschichte das sein sollte, das ist alles keine Ausrede zu dem, was hier passiert ist. Und deswegen... Ach, erspar mir deine Lebensgeschichte. Ich bin aus rein geschäftlichen Gründen hier. Sag mir wenigstens, wie Anna in dem verdammten Sumpf gelandet ist. Und zwar, deine Frau ist bei den Muhmen. Deine Frau ist als Dienerin bei den Muhmen. Was zum Henker meinst du? Was für Muhmen? Sie leben im Buckelsumpf. Ich hörte von ihnen. Aber ich hielt das für Schauermärchen. Wie ist sie da nur gelandet? Ein Biest hat sie geschnappt. Sie parkiert mit dem Muhmen. Wir gehen natürlich diese Gesprächsoption alle durch. Sie sind nachts zu Ross geflohen, ritten am Wald vorbei, als ein Monster der Muhmen sie angriff und Anna entführte. Ein Monster? Verflucht! Und Tamara, war sie verletzt? Nein. Den Göttern sei Dank dafür. Und was ist mit Annie geschehen? Das Monster hat sie in den Buckelsumpf verschleppt, sie aber nicht verletzt. Anna scheint es dort sogar zu gefallen. Zu gefallen? Was soll der Unfug, Hexer? Was zum Teufel treibt sie da im Sumpf? Sie passt auf Kinder auf und sie parkiert mit den Mumien. Ja, Mumen. Sie hat mit den Mumen einen Pakt geschlossen und... Nun, sie hat wohl den Verstand verloren. Einen Pakt? Was zum Teufel? Sie war schwanger und wollte das Kind nicht kriegen. Sie ging zu den Mumen und die versprachen, das Problem zu lösen. Gegen ein Jahr Dienst. Und die Mumen haben auf ihre verschrobene Art Wort gehalten. Was meinst du damit? Anna hat wohl gedacht, das Kind würde irgendwie einfach verschwinden. Aber die Mumen schwächten sie so sehr, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Und da begann sie wohl den Verstand zu verlieren. Sie legten sie an eine magische Leine, die Schmerzen bewirken kann, damit sie ihre Schuld auch ja begleicht. Ein Pakt mit Hexen, verdammter Albtraum, du scherzt wohl. Wir müssen sie retten. Wir können sie nicht dort lassen. Mach, was du meinst, du solltest nicht in den Sumpf gehen. Er sollte wirklich nicht in den Sumpf gehen. Auch mit Bewaffneten ist es ein schlechter Einfall, in den Sumpf zu ziehen. Es ist an sich schon gefährlich dort. Und diese Mumen sind mächtiger, als man denkt. Ich dreh doch nicht Däumchen, bis sie sie rausrücken. Würdest du auf ihre Gnade zählen, wenn sie deine Tochter hätten? Wohl nicht. Aber ich bin ein Hexer. Und ich bin ein Ehemann und Vater, der sein Leben und das seiner Lieben versaut hat. Genau, ich sammle meine Männer und hole Anna da raus. Ja, du solltest das wirklich nicht tun. Aber es ist seine Entscheidung. Wir haben damit ja nichts zu tun in dem Sinne. Das Einzige, wir hatten eine Abmachung. Jetzt musst du deinen Teil erfüllen. Wir hatten eine Abmachung. Ich habe meinen Teil erfüllt. Jetzt bist du dran. Ein gegebenes Versprechen. Wo war ich denn? Ein Basilisk. Er hat dich angegriffen. Ah, stimmt. Riesengroß. Ziemlich brutales Vieh. Und es geht weiter mit der Geschichte von Ciri. Ich freue mich ein bisschen. Ich dachte schon, es wäre vorbei. Vorsicht! Wenn ich nicht überlebe, kannst du aus der Festung haben, was du willst. Du wirst überleben. Zeigen wir diesem Monster, was in uns steckt. Okay. Wir sind vergiftet und der Basilisk ist stark. Wir haben keine Zeichen, die wir wirken können. Wir haben keine Armbrust. Wir haben gar nichts im Moment. Außer unsere Waffe. Und die müssen wir wahrscheinlich geschickt mit ausweichen.
einsetzen. Da ist es um das Vieh geschehen. Das sieht aus wie ein Gockel, ey. Wo bringt es denn den Baron hin? Wir wissen doch, dass Verdammt. Der Baron gelebt hat. Ich kann ihn nicht einfach allein lassen. Okay, gelange zur Turmspitze, um den Baron zu retten. Wir regenerieren langsam ein wenig Rüstung. Rüstung, Leben. Ich bin gerade nicht mehr ganz so. Ja, wir müssen irgendwie dort hochkommen. Frage ist nur wie. Laufen wir hier mal außen rum? Vielleicht haben wir hier dort so eine Chance. Genau, hier haben wir eine Chance. Bei der Vogelkacke können wir wieder hoch. Alle. Du Hurensohn, ja. Wir haben ein interessantes Schwert. Na los, Hurensohn! Schon. Er scheint schon sehr verwundet zu sein. Hoch. Und da ging's durch den Hals. Und ganz nach alter Hexermanier. Erstmal Köpf. Und er ist baff. Huch, was war das? Wählen Krähenfels. Hast du alles? Ja, vielen Dank. Was du für mich getan hast, ich werde das nie vergessen. Wir sind quitt, deshalb muss ich los. Naja, er hat uns aufgenommen, als wir, also jetzt aus der Sicht von Ciri gesprochen, er hat sie aufgenommen mit Gretka, als sie verwundet waren und alles Mögliche. Also sind wir in der Tat quitt. Und sie muss los, weil der Baron es nicht vergessen wird. Genau, weil wenn die wilde Jagd kommt, dann wird er ihr wahrscheinlich auch davon erzählen. Aber wir sind natürlich nett. Wir sind quitt. Du hast mir auch geholfen. Als mich deine Männer hergebracht haben, hast du mir Essen gegeben und meine Wunden versorgt. Jetzt sind wir quitt. Du musst nicht gehen. Du bist hier in guter Gesellschaft. Wir haben immer ein warmes Plätzchen für dich. Ich muss los. Ich werde von Geistern verfolgt. Von der wilden Jagd. Es war dumm, die Macht anzuwenden. Jetzt haben sie meine Witterung aufgenommen. Die wilde Jagd? Sie verfolgt dich? Ich bringe euch alle in Gefahr, wenn ich bleibe. Deine Leute sollen Türen und Fenster verrammeln. Und nachts darf niemand nach draußen gehen. Und du? Wohin gehst du jetzt? Ich reite nach Novigrad weiter. Und dann? Wir werden sehen. Novigrad, also. Und, naja, ich lasse erstmal zu Ende catchen. Sie stieg aufs Pferd und ritt davon. Ohne sie war es hier ganz schön einsam. Wie ist Ciri an der Blockade der Redania vorbeigekommen, genau. Die Armee der Redania hat die Überquerung des Ponta blockiert. Trotzdem hast du Ciri nach Novigrad geschickt. Sie war auf der Suche nach einer Zauberin. Und die sind alle in Novigrad. Außerdem habe ich sie nicht den Redaniern ausgeliefert. Ich habe ihr einen Geleitbrief mitgegeben.
An wen war der Brief gerichtet? An niemanden. Der war so wie dieser hier. Wenn man ihn den Kerlen an der Querung zeigt, lassen sie einen durch. Er ist für mich? Warum sollte ich dir die Sache erschweren? Der Brief wird dir bei der Suche nach deinem Kind helfen. Das ist jetzt mal unerwartet nett von dem Baron, ehrlich gesagt. Wo er auch immer nur mit Ciris Geschichte Stück für Stück noch rausgerückt hatte. Und woher stammen diese Briefe überhaupt? Woher hast du diese Briefe? Ich habe nicht immer diese Witzbolde angeführt. Früher diente ich in der Temerischen Armee. Die Flussquerung wird doch von Redanian bewacht. Stimmt. Aber mit etwas Ruhm und einem Freund hier und da sind Banner und Heraldik nicht so wichtig. Okay. Ich oder wir müssen nach Novigrad. Es kann sein, dass Ciri noch in Novigrad ist. Danke, dass du ihr geholfen hast. Es ist nichts. Jetzt hast du erfahren, was du wissen wolltest. Du musst in Eile sein, aber wenn du... Na los, sag schon. Ich will Anna befreien, sie zurückbringen. Denke nicht, dass sie freiwillig dort ist. Du hast wohl nicht zugehört. Jede Reise in den Sumpf ist Selbstmord. Ich weiß. Genau darum könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Ich kann dir keine neuen Geschichten zu Ciri anbieten. Aber komm mit mir und ich werde großzügig sein. Sehr großzügig. Freunde. Jetzt stehen wir wieder da. Du hast mich überzeugt, ich habe keine Zeit. Eigentlich haben wir keine Zeit, weil wir Ciri suchen müssen und in Velen natürlich noch alle anderen Quests abklappern müssen. Das machen wir auf jeden Fall noch. Wisst ihr ja. Und genau das, eigentlich, wir wollen ja auch diese Mumen holen, weil sie ja Ciri töten wollten und das wäre ein Abwasch. Eigentlich, oh, ich weiß nicht, ich kann den Baron schlecht einschätzen. Er ist ein dummer, dreckiger Frauenschläger, aber er ist halt ein Säufer und er bereut sehr, was er getan hat. Und vielleicht kann er seine Frau ja nochmal zur Vernunft bringen oder seine Frau sagt ihm, die Anna sagt ihm, dass es endgültig gelaufen ist und dann treten wir den Rückzug an. Oder er stirbt, ich weiß es nicht. Aber springt ein Haufen Geld für uns raus und dafür sind wir eben der Hexer, sind wir mal ehrlich. Und wie gesagt, wir haben eine persönliche Rechnung noch mit dem Mumen. Ein paar Münzen extra schaden nie. Da hast du allerdings recht. Ich versammle meine Männer bei Niederwirr. Schließ dich uns dort an. Verstanden. Klingt gut. Was ist das? Was zum... Da bist du ja. Wieder entkommen. Oh, Entschuldigung, sind schon wieder weg. Was zum Teufel war das? Was war das? Sag du's mir. Mensch oder Monster? Meine Männer nennen ihn Uma, halten ihn für ein Monster. Doch für mich ist er ein Mensch, so verschlagen wie Ardal. Woher hat er seinen Namen? Uma? Seltsamer Name. Ja, seltsam. Aber er hat uns keinen anderen genannt. Du meinst, er kann sprechen? Eher nicht. Es war so. Ich fragte ihn nach seinem Namen. Er saß da, sagte kein Wort und versuchte sich einen Zeh in die Nase zu stecken. Also nahm ich seine Hand, blickte ihm in die Augen und fragte, wie heißt du? Er grinste mich töricht an und stammelte, oh, Uma? So kam er zu dem Namen. Er sieht nicht wie ein Monster aus. Sieht nicht wie ein Monster aus, aber mein Medaillon vibriert. Seltsam. Wo habt ihr ihn gefunden? Eine lustige Geschichte. Hab ihn beim Kartenspielen gewonnen. Kartenspielen? Gab es keinen besseren Einsatz? Ja, richtig. Du warst wohl ziemlich verzweifelt, wenn du um ihn gespielt hast. Ach, hör auf zu meckern, Klugscheißer. Er war der Spieleinsatz und wir spielten. Wenn jemand verzweifelt war, dann der ehemalige Herr des Burschen. Und dann erzähl mir jetzt mal genau, was da passiert ist. Lustige Geschichte. Weshalb? Bin mal nach Novigrad gereist, zum Ausruhen und um die Freuden der Stadt zu genießen.
übernachtete in einer Taverne, wo einige Leute spielten, und machte mit. Die Karten meinten es gut mit mir. Hatte eine teuflische Hand nach der nächsten, nahm die Idioten aus. Ein Händler hatte besonders viel Pech. Hatte alles verspielt, was er von Skellige mitgebracht hatte. Wollte unbedingt noch eine Runde spielen, und ich stimmte zu. Ich fragte ihn, welchen Einsatz er setzen würde, und er zeigte mir diesen Tropf. Für mich war nicht viel drin, aber ich dachte, scheiß drauf, gib dem Mann die Chance, was zurückzugewinnen. Er hatte kein Glück und Uma landete auf Krähenfels. Ende der Geschichte. Ja, sehr lustig, ja, richtig. Urkomisch. Wirklich zum Totlachen. Pah, du könntest eine gute Geschichte nicht mal von einem Furz unterscheiden. Nun, ich schätze doch, aber jetzt hast du einen Hofnarren. Ein richtiger Baron, sogar mit einem richtigen Narren. So ist es. Aber ich habe das Gefühl, dass mit ihm was nicht stimmt. Warum denn? Nun, er scheint mehr Tier als Mann zu sein, aber er besitzt Weisheit in seinen Augen. Oder vielleicht bilde ich's mir nur ein. Schon mal sowas wie ihn gesehen? Nein, aber er sieht nicht gefährlich aus. Denke, das war's dann. Ist nicht viel, aber solange er keinen Ärger macht, dient er den Jungs als Zeitvertreib. Ich muss aufbrechen. Leb wohl. Leb wohl. Hoffentlich findest du deine Tochter. Das hoffen wir auch. Und sei ihr ein guter Vater. Ein besserer als du, der warst. Ich halte es immer noch für keine gute Idee, dass der Baron jetzt dorthin reist, zu dem Sumpf. Und was hat das mit diesem Viech auf sich? Gerade, dass es jetzt rausgekommen ist, ist kein Zufall gewesen, auf gar keinen Fall. Und wir sind Stufe 12 geworden. Da haben wir in der nächsten Folge ja was zu tun. Ah, Freunde, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll, von der ganzen Sache. Jetzt ist da dieser komische Uma, der Baron will in den Sumpf, wo dieses Pferd sich noch rumtreibt, von dem wir noch keine Ahnung haben, was es eigentlich ist, was wir da befreit haben. Die Mumen sind da, die Ciri töten wollten und Anna in gefangen nicht. Die Anna ist eben bei ihnen und dient ihnen. Ob sich Anna nochmal wieder bekommt oder es kann ja auch sein, dass Anna einfach nur verhext ist im Kopf. Und wenn die Mumen verschwinden, wird sie wieder klar. Und das gilt es herauszufinden und deswegen sehen wir in der nächsten Folge einfach, was passiert. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf bald und gehabt euch wohl.